Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck McCormick. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt, und am Ende des Videos analysiere ich dann, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus den USA und ist in der Nahrungsmittelbranche tätig, und zwar mit einem Fokus auf Gewürzprodukte. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 2,2% und die Dividende wurde inzwischen seit 38 Jahren in Folge gesteigert. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium: Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also, hier haben wir aktuell einen Wert von ca. 56% und das liegt in einem guten Bereich, würde ich sagen. Deshalb vergebe ich hier einen halben Punkt. Das zweite Kriterium: Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also, hier haben wir aktuell einen Wert von ca. 59% und auch das ist gut, würde ich sagen. Daher gibt es hier von mir auch einen halben Punkt. Das dritte Kriterium: Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie, und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich angestiegen, und zwar von 0,74 auf 1,56 US-Dollar je Aktie, und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Dafür gebe ich hier einen vollen Punkt. Das vierte Kriterium: Hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende unterm Strich ebenfalls nach oben gegangen, und zwar von 0,4 auf 0,52 US-Dollar je Aktie. Und auch in diesem Zeitraum gab es keine einzige Dividendenkürzung, dafür gebe ich hier auch einen ganzen Punkt. Das fünfte Kriterium: Wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr um ca. 8,5% angestiegen, und das ist sehr gut, würde ich sagen. Daher gibt sie von mir einen vollen Punkt. Das sechste Kriterium: Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also, laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende weiter ansteigen, und zwar von 1,56 auf 1,68 US-Dollar je Aktie, so zumindest die aktuellen Schätzungen der Analysten, und hier gibt es von mir wieder einen ganzen Punkt. Das letzte Kriterium: Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Also, laut den aktuellen Analystenschätzungen soll der Gewinn je Aktie ansteigen, und zwar von 2,52 auf 2,9 US-Dollar je Aktie. So zumindest die aktuellen Prognosen der Analysten, und hier gibt es auch nochmal einen ganzen Punkt von mir. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis, und hier holt McCormick in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich 6 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten, und in meiner Dividendencheck am Land liegt sie damit auf der besten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2024 bei meinem Dividendencheck. Und hier landet McCormick momentan mit den 6 erreichten Punkten hier auf dem 3. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr es seht, kommt ihr übrigens direkt auf den Link unterhalb des Videos klicken. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu auch einen Link unter dem Video. Jetzt in der Grafik zum fairen Wert. Hier im Aktienfinder sieht es zum einen mal den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist der 28. Oktober 2024 vor US-Börsenöffnung. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Jetzt können wir erkennen, dass aktuell der Kurs momentan ziemlich genau mit der gestrichelten Linie übereinstimmt. Also scheint die Aktie momentan zumindest ziemlich genau fair bewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann noch wieder mal mit diesem Video. Und zum Schluss der Hinweis: Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.